Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk. Mein Name ist Tanja Schindelin und ich möchte dir heute wunderbare Entspannungsmethoden für Schüler vorstellen. Ich habe im Mai mein drittes Buch publiziert zum Thema Entspannte Schüler lernen leichter. Dieses Buch ist entstanden aus einer jahrelangen Tätigkeit als Wellness-AG-Leiterin an verschiedenen Schulen. Zuerst habe ich gestartet an der Schule von meinen Kindern und dann ist es nachher, sagen wir mal, sozusagen ein Selbstläufer geworden. Ich habe dadurch sehr viele Erfahrungen sammeln können im Laufe der Jahre, die Nöte, die Sorgen, die Herausforderungen, die vor denen Lehrer stehen, die ihre Schüler wunderbar zu begleiten, vor Erziehern, die die Kinder in den alltäglichen Tageseinrichtungen dann weiter begleiten und die Eltern, die durch den ganzen Alltag auch vor sehr großen Herausforderungen stehen, weil sie meistens Vollzeit arbeiten müssen, beide Teile und auch alle Bereiche, ob das jetzt Lehrer sind, Erzieher sind oder die Eltern, alles was miteinander zu tun hat in Punkte von Schülern, dass alle in Situationen sind, bis heute immer noch so ist, wie kann ich mein Kind in diesem Alltagsstress, in diesem Druck, den alle Beteiligte ausgesetzt sind, wie kann ich da meine Schüler oder dann nachher auch meine Kinder effektiv begleiten? Und ich habe im Laufe der Jahre die erfolgreichsten Tools und Methoden gesammelt und heute möchte ich dir eine Methode vorstellen. Damit beginnt auch die erste Methode im Buch und zwar die Methode, sich in die Entspannung zu bringen, sich mal den Stress abzulassen, auf körperlicher Ebene erstmal wieder die Muskelentspannung anzuregen, auch die Meridiane wieder in Fluss bringen zu lassen. Was sind Meridiane? Meridiane sind Energiebahnen. Der ganze Körper ist wie mit Blutbahnen auch überzogen durch Energiebahnen. Das sind feinstoffliche Bahnen, die in der Nähe des Nadis, in den fernöstlichen asiatischen Kulturen werden es Meridiane genannt, Meridianbahnen. Und die findet man zum Beispiel auch in der Akupunktur oder Akupressur oder auch die Kinesiologie arbeitet mit Meridianpunkten, wo Punkte gedrückt werden, um den Stress quasi der jeweiligen Person zu entstressen. Das ist jetzt mal ganz, ganz einfach und sehr oberflächlich dargestellt. Wenn ihr da weitere Infos wünscht, könnt ihr gerne schauen, ich werde nachher unterhalb des Videos noch den Post machen von meinen Kolleginnen, die seit vielen Jahren erfolgreich mit Kindern und Eltern arbeiten, mit Schülern, sehr große Lernerfolge auch haben, um diesen ganzen Alltagsstress auch zu entstressen. Die sind auch in meinem Buch mit und stellen ihre Therapieform vor, die Health Kinesiologie, und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit ihnen zusammen und viele Klientinnen empfehle ich weiter an sie, also quasi ihre Kinder, und die haben schon sehr, sehr viele Erfolge da machen können. Also nochmal zurückzukommen, wann setze ich Igelbälle ein? Ob du jetzt als Lehrer arbeitest, als Erzieher oder zu Hause als Elternteil. Es geht darum, wir haben Stress, wir haben hohen Druck, es wird viel erwartet. Und wenn ich dauerhaften Druck und dauerhaften Stress habe, verspanne ich mich. Körperlich, die Erwachsenen kennen das sowieso, wenn sie dann schwer arbeiten oder den ganzen Tag am Computer sitzen, man ist so gekrümmt, man ist so richtig auch mit den Händen verspannt. Und durch die Verspannungen machen die Energiebahnen, die Muskeln verspannen sich und dadurch gehen die Energiebahnen zu. Meridiane, kannst du im Internet nachschauen. Da kann man wunderbar jetzt den Igelball als Basis einsetzen. Und zwar unabhängig davon, ob du jetzt
in der Schule mit deinen Schülern sitzt, wenn du keine großen Möglichkeiten hast, in einen extra Raum zu gehen oder einen Stuhlkreis zu machen und du hast vielleicht 25, 30 Schüler, 30 Schüler ist meistens so Standard, und dann kannst du an jeden Schüler einen Igelball verteilen, kannst zwischendurch eine Pause machen, wenn du merkst, die Schüler werden jetzt unruhig, die Schüler sind ja keine Roboter, und da ist ganz wichtig, dass man immer individuell auf die Schüler eingeht, gerade Grundschule und dann auch anfangs weiterführende Schule. Und dann kann man jedem Kind einen Igelball austeilen, am Tisch sitzen. Das kann man zu jeder Zeit zwischendurch machen, mal 10, 15 Minuten, egal in welchem Unterricht. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Kinder erstmal gerade sitzen und dass ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet wird. Die Atemtechniken am Anfang, bevor man überhaupt irgendwie eine Entspannungsmethode beginnt, ist es ganz, ganz wichtig, erstmal ganz tief ein- und auszuatmen. Und wie das funktioniert, das habe ich auch alles in meinem Buch geschrieben, wie man atmet. Der Atem ist die Basis, denn wenn wir Stress haben, atmen wir ganz, ganz flach. Wir haben zu wenig Sauerstoff, nehmen wir auf. Und der Atem geht dann nur hier bis zum Brustkorb und nicht ganz runter bis in den Bauchraum, wie zum Beispiel die Babys noch ganz natürlich atmen. Und das Zweite ist, durch Stress, durch Druck werden auch gewisse Hormone ausgeschüttet und die können normalerweise nur durch körperliche Aktivitäten abgebaut werden. Und jetzt dazu hilft uns der Igelball. Die Schüler sitzen am Tisch oder ihr sitzt zu Hause im Wohnzimmer oder das Kind im, oder der Schüler im in seinem eigenen Zimmer oder die Erzieher irgendwo in der Lernzeit. Manchmal haben sie eigene Räume, manchmal sind sie in der Lernzeitbetreuung, wo sie auch in Klassenzimmern sind. Einfach den Igelball austeilen, die Atemübung machen und dann kann man mal anfangen, dass man den Igelball erstmal in der Hand kreisen lässt. Dass man ihn einfach in der Hand kreisen lässt. Was hat das für eine Bedeutung? Der Igelball, wenn die Kinder den zwischen die Hände nehmen und zwischen den Händen kreisen lässt, dann lösen sie schon mal Verspannungen in der Muskulatur, die sich zum Beispiel durch Schreiben entstanden sind. Und gleichzeitig die ganzen Meridianbahnen, die entlang des ganzen Körpers sind, werden dadurch auch frei. Und man kann den dann auch kneten, die Bälle. Und gerade die Schüler sind ja sehr unter Stress, Frust. Die haben ja heute nicht mehr die Möglichkeit, wenn sie auch den ganzen Tag in diesem Schulbetrieb sind, wie früher die Kinder rausgegangen sind, in den Garten, sich ausgetobt haben, mit anderen Kindern auf der Straße gespielt haben. Diese Möglichkeiten haben wir ja heute nicht mehr. Und Kinder, die meisten Kinder möchten gern aktiv sein, die möchten sich bewegen, die möchten draußen sein. Und dieses Angestaute, wie ich auch sage, bei Stress, diese körperliche Hormonausschüttung, die muss körperlich abgebaut werden. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man diese Igelbälle erstmal auch nehmen, auch zum Drücken, zum Pressen, dass man auch sich seine Wut auspresst. Zum Vergleich, es gibt hier diese starreren Igelbälle, es gibt ganz verschiedene und es gibt Igelbälle, die weicher sind, wo man auch stärker zusammendrücken kann. Verschiedene Variationen, stärkere mit so stärkeren Noppen, die starrer sind und weichere. Und die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Größen. Seht ihr mal die ganzen Größen, es gibt ganz, ganz verschiedene. Und erstmal dieses Drehen, dieses Drücken und dann nachher, dass man nennt es auch Achtsamkeitsübung, dass man einfach den Arm ausstreckt und über die Arm hochgeht zur Schulter und rüber geht, ganz sanft und dann hier weiter. Viele denken, oh, das sind aber ganz einfache Übungen und was sollen die bei Schülern bewirken? Ich kann aus meiner jahrelangen Erfahrung sagen, dass diese einfachen, kurzen Einheiten wahre Wunder bei den Kindern bewirken. Sie kommen runter,
Sie entspannen sehr, sehr schnell und sie kommen einfach mal 15 Minuten zur Ruhe. Die Verspannungen lösen sich und auch dieser Frust, diese Aggression durch das Auskneten. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Stunde einzubauen mit deinen Schülern oder bei den Erziehern in der Ganztagsbetreuung oder zu Hause dann abends mit den Eltern oder am Wochenende, dann gibt es weitere Übungen, die ich beschrieben habe, immer in meinem Buch, ganze Abläufe, wo man mit der ganzen Klasse ausüben kann, ausführen kann. Und zwar, man geht zusammen, setzt sich in den Stuhlkreis oder manche Schulen sind auch ausgestattet mittlerweile, dass sie über Yogamatten verfügen, weil manche Schulen auch Kinder-Yoga anbieten als AGs. Und meistens aber bei 30 Schülern oder 25 Schülern ist das schwierig, in einem Klassenzimmer mit so viel Yogamatten sich da auszustatten und die auszulegen. Dann ist es ganz einfach, einen Stuhlkreis zu bilden oder dass man nachher steht. Und man kann dann auch in dem Stuhlkreis diese Igelbälle austeilen, Übungen machen, diese Atemübungen. Und dann nachher gehen 2, 3 Schüler zusammen, wenn Platzmangel ist, dass man sagt, okay, man macht diese Massagen im Stehen. Und dann kann man, sind zum Beispiel in der Gruppe von 2, 3 Schülern, ein Schüler steht oder wenn genug Platz ist, ein Schüler liegt. Und die 2 oder 3 anderen Schüler, jeder bekommt einen Igelball und dann kann der eine Schüler die Arme massieren, den einen Arm, dann kann der andere Schüler den Rücken massieren, die Beine massieren und was auch ganz toll ist, wenn man liegen kann, die Füße. Das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Entspannung, weil unten an den Füßen, wir sind ja überall mit Meridianbahnen überzogen, Reflexzonen, vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört, diese Verspannungen, das krampfhafte Verspannen und dadurch kann man dann wunderbar entspannen und die Schüler treten auch miteinander in Interaktion und das ist auch eine Förderung des Gruppenzusammenhalts, Achtsamkeitstraining, Wertschätzung, wenn jetzt auch in der Schule, es geht nicht nur darum, um in Entspannung zu kommen, wenn man diese als Gruppenübung ausführt, sondern auch, um sich gegenseitig zu achten, zu wertschätzen und mit Gefühl aufeinander zuzugehen. Es gibt ja sehr viele Konflikte auch in verschiedenen Klassen, verschiedene Probleme, das ist normal, das ist menschlich und diese Gruppenübungen sorgen neben der Entspannung auch noch dazu, dass man miteinander zusammenarbeitet und auch wenn man mal vielleicht den einen oder anderen nicht so mag, kann der Lehrer oder die Erzieher können dann das wunderbar miteinander dann mischen und dann in Interaktion gehen. Auch ganz toll ist diese Übung mit den Igelbällen zu machen mit Schülern, die sprachliche Probleme haben oder die auch nicht gut hören. Diese Form der Methode ist einfach in sehr vielen Bereichen mit sehr vielen Schülern durchführbar. Ich kann nur eins sagen von ganzem, ganzem Herzen, dass für viele Erwachsene erscheint diese Übung als sehr banal. Und aus meiner Tätigkeit kann ich dir nur mitteilen, dass es für viele Schüler eine wichtige Unterstützung ist in der Entspannung. Und wenn es nur 15 Minuten ist, wenn man nur kurz das machen kann in einer Schuleinheit am Tisch, um mal abzuschalten, um mal wieder zu sich zu kommen und dann kann man kraftvoll durchstarten. Wenn du detaillierte Übungsanleitungen durchführen möchtest, Inspirationen haben möchtest, Impulse finden möchtest, dann kann ich dir von ganzem Herzen mein Buch Entspannte Schüler lernen leichter, das praktische Handbuch für Lehrer, Erzieher und Eltern wärmstens weiterempfehlen. Unterhalb des Videos habe ich den Link gepostet, dann kannst du schauen. Die ersten 20 Seiten sind kostenlos, da siehst du auch, welche Methoden in der Einleitung ist aufgezählt, in der Inhaltsangabe, welche Methoden ich
verwendet habe, die erfolgreichsten Methoden im Laufe der vielen Jahre, wo ich Schüler begleitet habe. Und dann kannst du mal reinschnuppern und kannst mal gucken, ob das vielleicht was für dich wäre. Ich kann in den Erklärungsvideos immer nur ganz kurz darauf eingehen, auf die Inhalte, und detailliert findest du dann alles in meinem Buch mit Übungsanleitungen für deine Schüler als Lehrer, als Erzieher oder als Elternteil. Und was ganz toll ist, wenn du das zusammen mit deinen Kindern zu Hause machst, dann hast du auch noch etwas davon. Du bekommst wieder einen anderen Kontakt zu deinen Kindern, und in diesen Gruppenübungen massierst du sowohl du dein Kind mit den Massagebällen als auch dein Kind dich. Und dann entsteht wieder ein wunderbarer Effekt, weil du als Mama, als Papa, als Elternteil ja auch total gestresst und auf dem Zahnfleisch, sage ich jetzt mal, dahergehst. Und das ist so ganz toll, dann könnt ihr das zusammen machen. Und in der Schule auch dann die Kinder untereinander. Mir ist es eine große Herzensangelegenheit, diese einfachen, alltagstauglichen Tools und Methoden mit dir zu teilen, weil ich weiß, wie viele Menschen auf allen Ebenen sehr, sehr unter großem Druck stehen. Und das kann dir weiterhelfen. Schau mal. Ich biete auch in den kommenden Monaten, werde ich auch Seminare und Vorträge anbieten für Lehrer, für Erzieher und auch für Eltern, auch Einzelbegleitung, wo Eltern bei mir buchen können, wo wir herausfinden können, was ist jetzt die ideale Entspannungsmethode, oder es gibt auch mehrere Entspannungsmethoden, damit ich als Kind oder als Schüler dann runterkomme und nachher wieder erfolgreich und fokussiert weiterlernen kann. Das wird noch in den nächsten Monaten dann bekannt gegeben. Jetzt gerade ist es ja noch ein bisschen schwierig wegen der momentan aktuellen Situation. Diejenigen, die jetzt live zuschauen, die können mir gerne eine Frage stellen. Wenn du Fragen hast oder was auch ganz toll ist, worüber ich mich freue, wenn du als Lehrer, Erzieher oder Schüler das Video angeschaut hast und was deine erfolgreichen Entspannungsmethoden sind, wie du deine Schüler begleitest oder als Elternteil dein Kind, wenn du schon selber ein Programm herausgefunden hast. Es wäre super, wenn du das mit uns teilst, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot und das Ziel ist, dass wir uns gemeinsam unterstützen mit ganz, ganz wertvollen Tipps. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Pfingstwochenende, und du kannst mich auch persönlich anschreiben unter info@tanjaschindelin.com und mir deine Fragen stellen, oder auch wenn zu Seminaren, zu Vorträgen für Schulen oder privat auch für Elternvereine, da kannst du mich gerne anfragen. Alles, alles Liebe, schön, dass du mit dabei warst, schön, dass du das Video angeschaut hast und schön, dass du dich dafür interessierst, Lösungen zu finden. Das ist nämlich mein großer Herzensauftrag und mein Herzensengagement für die Gesellschaft. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Tanja Schindelin.